Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow of the War hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und es geht weiter. Und im letzten Part haben wir den legendären Oberherrn des Eisgebietes Serengost aufgedeckt. Es ist die Legende Buboy. Und alles ist aufgedeckt hier an möglichen Leuten. Und ja? Wir machen in diesem Part aber erstmal weiter mit den Nebenmissionen. Und da haben wir jetzt eine Kankras-Erinnerung, wo ich jetzt lang möchte, lang muss. Ich bin nicht wie die anderen Uruks. Ich bin ein Renker. Ich renke gut. Ich renke hart. Härter als der ganze Rest. Und das macht mich am bestesten. Erinnere dich jetzt und hör mich später. Ich bin der absolviert Besteste. Ja! Der Besteste, okay. Dann würde ich sagen, ja, auf den Bestesten habe ich jetzt gerade keinen Bock. Wie komme ich denn da zur Erinnerung? Da bin ich voll in den Hauptmann reingejumpt. Wie komme ich da jetzt zu Kankras Erinnerung? Muss ich da hoch? Aber der Pfeil zeigt an unten. Wie komme ich denn da unten hin? Also wo genau ist da unten? Jetzt habe ich einen Hit abbekommen. Wie komme ich da unten hin? Das ist ja jetzt oben. Ist da noch ein Hauptmann? Ja, moin. Krug. Das Froschblut. Nee, dem will ich nicht gegenübertreten. Das gute alte Froschblut kennen wir ja noch aus Shadow of Mordor. Damals hat es, hab ja erzählt, sein Hauptmann gewesen. Shaka Froschblut. Und ja, wie komme ich da jetzt zu Kankras Erinnerung? Wie komme ich da jetzt hin? Ich glaube, da hat sich etwas mit. Nach oben scheint nicht richtig zu sein, aber wie, wo muss ich lang? Ich laufe mal hier lang. Vielleicht komme ich da irgendwie runter. Ur-Bennu. Da ist Ur-Bennu der Haarige. Dem wollen wir auch nicht begegnen. Oh, hier sieht's gut aus, oder? Muss ich irgendwie in diese Eishöhle rein? Yo, ich muss in diese Eishöhle rein. Und da ist ein Eingang, in dem ich da reingehe. Okay, jetzt habe ich's gesehen. Da hätte ich mich ja tot, dumm und dämlich laufen können. Gut, dass Ur-Bennu uns nicht gerade encountert hat. Du richte mich mal. Das will ich sehen, mein Freund, dass du mich richtest. So, wo muss ich lang? Ich muss... Ja, in die Richtung. Hier. Oh, das erste Mal in dem eisigen Gebiet ein Drache. Dem wir begegnen. Sehr schön. Sehr nice. So, wie komme ich jetzt da unten in diese Eishöhle? Ich Trottel bin falsch gelaufen, ne? Warte mal, wo muss ich lang? Da ist ein Eingang angeblich. Hier. Da ist ein Eingang. Da laufe ich jetzt hin. Okay. In die Richtung. So, du mach mal hier deine Sklavenleute. Jojo. So, das sieht doch nach dem Eingang in diese Höhle aus, wo wir Kankras Erinnerung kriegen. Perfekt, perfekt. Cool, dass dieses Gebiet diese Höhen hat, diese eisigen Höhlen. Gefällt mir richtig gut. Also das Gebiet gefällt mir wirklich gut. Ich bin ehrlicherweise ein wenig überrascht von der Stärke der Hauptmänner hier, weil die hätte ich schon stärker eingeschätzt, da es ja für uns das dritte Gebiet ist. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass der Hauptmann, also der Oberherr, Level 43 ist. Was sämtliche Level-Rekorde in diesem LP wirklich übertoppen. Das Schicksalsnetz, das dritte, glaube ich. In Serengost. Das ist das Schicksalsnetz. Alle Möglichkeiten sind in der Schwebe. Doch wenn die Sonne aufgeht und der Wind weht, fallen einige Tropfen zu Boden und legen ein Stück
Nein, ich wollte das noch nicht zusammensetzen. Oh. Ist das Ihre etwa das, was Visionen ich zeigten denke? die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Was meinst du? Wahrheit. Ich glaubte einst an die Wahrheit. Doch sie ist eine verlorene Tugend in den Händen von Kankra und Sauron. Oh ja, oh ja. Ach, da oben liegt so ein Juwel. Okay. Wie komme ich jetzt hier aus dem Gebiet wieder raus? Aus dieser Höhle? Muss ich eine Schnellreise machen oder? Zack, den haben wir umgelegt. Kriegen hier schön die Juwelen. Komme ich hier irgendwie raus? Ja, perfekt. Beeindruckende Festung. Wir nehmen Ihnen Ihre Feste und Ihre Schätze. Oh yeah. Beeindruckend, vielleicht gut möglich, aber da oben. Wir nehmen erstmal das gondorische Artefakt, das ist nämlich hier in der Nähe. Witzig, wir haben keine Elbenbogenschüsse mehr. Das ist schlecht für uns. Was wir aber haben, ist die Fähigkeit aufzehren, mein Freund. Und zack, bist du uns schon beigetreten. I like that. Da ist ein gondorisches Artefakt hier oben. Brauche unbedingt Pfeile. Nice, 25 Miriam bekommen durch unsere Fähigkeit. Gut, habe ich mir fast gedacht. Das Artefakt liegt hier oben. Und es ist das siebte von 12. Die Leuchten Eregions erhellen einen Raum mit sanftem Licht. Eines, das nur spärliche Schatten übrig lässt. Ein Licht, das sich um Ecken zu winden und weiterzureichen scheint, als man erwartet. Als wir die Leuchten in die große Halle brachten, ließ ich sie zu jeder Wintersonnenwende einen Abend lang leuchten, um ihre Funktion zu prüfen. Sie heiterten mich so auf, dass ich mir immer vornahm, es öfter zu tun. Doch dann vergaß ich oder verschob ich es, wie ich ihr Licht jetzt vermisse. Gut, da musste ich mich mal eben muten. Hier ist wieder so ein Kampfjet geflogen. Ja, sehr, sehr schönes Artefakt. So, dann haben wir jetzt noch da diese Megras-Mission. Ich fertigte diese Lampen und gab sie den Zwergen von Moria. Dann sind sie weit gereist. Aber in wessen Händen? Gute Frage. Die Zwerge von Moria. Megras, begib dich zum Punkt, zum Ausgangspunkt des Auftrags. Das machen wir doch. Was ist das denn für eine Mission? Vor langer Zeit bezwang Celebrimbor seine Feinde mit seiner legendären Bogenschießkunst. Töte Gule und erinnere dich so daran, wie er seine Invasionstruppen vor den vielen Gefahren in Mordor schützte. Gule müssen wir killen. Interesting, mit dem Bogen anscheinend. Schauen wir mal. Diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Besiege 40 Gule, werde innerhalb der Zeit fertig. Verwende nur 5 Pfeile? What? Warte mal. Muss ich dafür. Warte mal. Verwende. Da stand irgendwas mit explodieren. Irgendwas stand damit explodieren, weil sonst kann man ja nicht nur 5 Pfeile verwenden. Diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Drücke dann RT. Ach so, das meinten die mit Explosionen. Ja, da sind ja die Grogfässer. Das habe ich ja ganz übersehen. Ja, das verstehe ich dann natürlich. Dann schafft man das auch bestimmt mit 5 Schüssen. Oh, da hätte ich vielleicht noch ein paar mehr hinlaufen lassen sollen. Ah, okay. Sind da oben auch Grogfässer oder ist da oben
Warum ist ein Feuer, ne? Da komme ich leider nicht ran. Ja, okay, dann verstehe ich das. Dann muss ich nur das Timing richtig setzen von den Ghoulen, wie die da langlaufen. Da kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Megras, diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Hab ich vier. Wir haben vier. Da oben sind es auch noch so ein Grogfass. Und da ist ein Grogfass. Da lassen wir die aber nochmal ein bisschen weiterlaufen. Und bam. Perfekt. Und da sind Grogfässer. Oh, da auch. Nein, da habe ich jetzt leider das verpasst. Egal. Komm, wir legen die da jetzt erstmal schön um. Perfekt. Jetzt müssen wir die da oben hinlocken. Schaffe ich das noch? Ach, oder rücken da immer mehr nach? Rücken da einfach immer mehr nach? Kommt mal her, ihr Ghule. So, komm, in 5 Sekunden müsste ich hier 7 Leute rankriegen. 7 Ghule. Komm. Perfekt. Sehr gut. Nicht ganz so, wie ich es gedacht habe, aber alles geschafft. Super. Megras auch gepackt. Auf Gold. Perfekto. Meine Schmiede und ich schufen viele Wunder. Und unsere Präzision wurde von den Techniken Saurons noch gesteigert. Jede Zusammenarbeit brachte uns der Perfektion näher. Da ist noch einer. Alter Häuptling der Champion. Locke den Champion hervor, indem du Orks mit Kampfhinrichtung tötest und beherrsche ihn dann. Alles klar? Was geht ab? Der Recke sah Krieg als eine Kunst an. Und sich selbst als größten Künstler Mordors. Ihn zu meinem Häuptling zu machen, hieß seinen überbordenden Stolz zu stutzen. Erreiche eine Trefferserie von 25. Besiege 3 Orks mit Kampfhinrichtung. Und der Recke. Ist das der Ober-Crazy-Nator hier jetzt? Okay. Schauen wir mal, was der Recke so kann. Das war der erste von 3 mit der Kampfestodeshinrichtung. Bam, dann gehen wir auf den Olok. Da weichen wir jetzt mal aus. Habe ich jetzt wirklich gerade um 2 Punkte meine Hinrichtung verpasst. Meine Trefferserie. Schade. Das ist wirklich schade, dass ich das jetzt leider so knapp verpasst habe. Ah, belastend. Da wollte ich das Elbenlicht einsetzen. Okay, okay, okay. Diese Fernkämpfer sind unfassbar penetrant in diesem Spiel. Das ist wirklich der Hammer. Die treffen halt auch echt gut. Also die KI ist wirklich nicht schlecht. Elbenwut. Das dürfte doch jetzt eine 25er Trefferserie werden. Perfekt. Und dann können wir die... Mugluk, der Champion, ist erschienen. Verdienen. Was für ein gewöhnliches Blutbad. Mittelmaß. Schärfe dein Schwert, Eindringling, und beweise dich gegen Mordors Champion. Mugluk. Benommen durch Schleichen, Erschöpfung, erleidet Schaden durch Hinrichtung, Schleichangriffe und Feuer, ist beschusssicher, frostfest, erzürnt durch Hinrichtung, erzürnt durch Gift, Dreifachangriff, schlechter. Okay, Mugluk der Champion also. Rauf da! Heftig für den wahren Krieger, nicht wahr? Du kannst mit deiner Klinge umgehen, doch ich bin nicht so leicht beeindruckt. Dein Stil ist mangelhaft und ich werde es dir vorführen. Wir werden dich zerstückeln, die Reste essen und dann machen wir dich zu einem stinkenden Haufen Schrak. Gluk der... Wir sind viele, aber die meisten von uns wollen bei der Kunst des Tagtötens nur zusehen. Eurok, der Wächter. Okay, hier sind einfach noch zwei weitere. Insgesamt sind hier 3 Leute. Das ist ein Problem. Ja, er ist erzürnt. Wir nehmen Hinrichtung, Kampfhinrichtung. Oh, warte mal. Ich muss ihn beherrschen. Zehre den Champion auf. Bam, das war erstmal richtig nice. Er hat sich angepasst, Mist. Das heißt, die Kampfeshinrichtungen machen ihm jetzt kein Damage mehr. Oh oh. Dann würde ich sagen, kommt mal alle hier zum Gifttisch.
in die Nähe. Oh, den kann ich von dieser Seite aus echt nicht abballern. Geht mal weg. Als ob der da jetzt vorsteht. Jetzt explodieren lassen. Bam. Perfekt. Drücke A, B bei voller Macht für Aufzehrung. So. Hab ich gedrückt. Ich schwöre meine Treue. Ja, der Champion gehört uns. Easy. Alter Häuptling der Champion. Wieso habe ich den jetzt nicht aufgezehrt? Ich habe den doch aufgezehrt. Abwerber. Ja, ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, das seht ihr leider nicht. Der Recke sah Krieg als eine Kunst an. Und sich selbst als größten Künstler Mordors. Ihn zu meinem Häuptling zu machen, hieß seinen überbordenden Stolz zu stutzen. Erstmal habe ich hier zwei Fähigkeitspunkte. Wieso habe ich den gerade nicht aufgezehrt im Kampf? Kann mir das mal einer sagen? Verzehren. Um einen Feind im Kampf schnell aufzuzehren. Drücke bei voller Macht A, B. Ja, okay. Ziele werden das Verzehren. Weitere Feinde aufzuzehren. Kostet dich Fokus. Verzehren erhöht deinen Zorn. Verzehren wirkt gegen Orlogs. Aber ich glaube, diese Seelenkette finde ich nice. Herrschen wirkt schneller, ist natürlich auch nice. Die sind alle nice. Und dann haben wir unten noch was mit den Karagors. Du kannst einen Drachen herbeirufen. Mhm. Du kannst einen Grauk herbeirufen. Du kannst einen Schattenkaragor herbeirufen. Mache ich noch nicht. Der Drache erleidet bei Angriffen deutlich weniger Schaden. Kann selbst dann Feuerball schreien, wenn er macht nicht Feuer. Stattdessen dabei etwas Gesundheit des Reittiers aufgebraucht. Na, das lassen wir nochmal, weil wir das noch nicht alles freigeschalten haben. Was haben wir denn hier? Wenn du X loslässt, sobald die Glebe voll aufgeladen ist, wird für jeden von Macht erzeugt. Okay. Lade deine Glebe für mehr Feuer doppelt auf. Okay. Ich glaube, ich finde den mächtigen Schwung bei der Glewe gut. So, rauf da auf die Leute, macht das Tor auf. Arm Karagors, hier tut mir echt leid. So, da haben wir schon eine 10er Trefferserie. Da ist wieder irgend so ein Fernkämpfer, der mir gleich die Trefferserie versaut. Aber nicht mit mir. Da hinten ist noch einer. Hier, der Boy. Der will mir nämlich auch die Trefferserie versauen. Aber das lasse ich diesmal nicht zu. Perfekt. So, 14. Oh, das war close. 16. Mal gucken, ob wir ohne die Elbenwut 25 schaffen. Ist machbar. Zwei Treffer brauchen wir noch. Perfekt. Trefferserie von 25 erreicht. Das brauchen wir noch zwei. Kampfeshinrichtung. Das ist Nummer 1. Der wurde geköpft. Richtig schön sauberer Schnitt. Ein Feind schlägt Alarm. Ja, gut. Komm, legen wir den mal um. Ist das eine Kampfeshinrichtung? Ich glaube nicht, ne? Nee. Eine Kampfeshinrichtung noch. Schöne Konter jetzt hier. Da ist wieder so ein blöder Fernkämpfer, der nervt. Dann ist der mal mein Dings aufgeladen. So, da ist der Boy, der da hinten nervt. Nein, den wollte ich gerade. Ich konnte ihn nicht mehr dran hindern. Oh, wir haben ordentlich Fokus. Und jetzt die Kampfeshinrichtung. Um den Champion hervorzulocken. Mugluk. Da will sich jemand meinen Titel verdienen. Was für ein gewöhnliches Blutbad. Mittelmaß. Wert, Eindringling, und beweise dich gegen Mordors Champion.
Ja. Genau, ich wollte nochmal gucken. Er ist beschusssicher und frostfest. Alles klar. Dann wollen wir da mal hin zu den Mugluk. Aber vorher möchte ich meine Pfeile aufladen. Schade, wir haben den Fight eben gerade richtig gut geschafft. Ich soll ihn aufzehren. A und B muss ich dann drücken, ne? Richtig. Bei voller Macht. Und jetzt ballern wir mal so ein bisschen gegen den Champion hier. Ja, beschusssicher, komm her. Du bist für einen wahren Krieger, nicht wahr? Du kannst mit einer Klinge umgehen, doch ich bin nicht so leicht beeindruckt. Dein Stil ist mangelhaft und ich werde es dir vorführen. Genug geplaudert, bringt ihn um! Der Beleidigte. Furcht vor Morgelfliegen, Weichschädel, Furcht vor Flüchen, okay. Wir kriegen hier einige Punkte, die gut für uns sind. Einige Möglichkeiten, die wir hier ausnutzen können. Ah, Mist, jetzt ist er leider erzürnt. Durch das Gift, okay. Hab ich natürlich nicht so gut aufgepasst. So, dann wollen wir mal weiter hier. Wo haben wir denn noch ein paar Umgebungssachen, die wir uns... Weißt du, warum er nichts sagt? Du bist die Luft gar nicht wert. Eurok, der Wächter, ja, ja. Ich bin die Luft nicht wert. Das sehen aber einige Krieger, einige Uruks anders in Mordor. Glaubt mir. Einige habe ich schon ins Jenseits befördert. Oh, der ist benommen? Warum ist der benommen? Da ist jemand gebrochen. Ein Karagor? Oh, ist er gebrochen? Ist er benommen, weil Karagors angegriffen haben? Jo. Ah, ist er erzürnt. Mist. Oh, da kam der Spear. Aua. Ist natürlich nicht gut für mich jetzt hier. Ach, dieses Frostfest. Ich brauche Verstärkung. Kommt mal her hier. Folgt. Folgt mir, greift mich an. Perfekt. Das war super. Das hat richtig Damage gerade. Nein. Oh, ich habe schon gedacht, wir versagen doch jetzt nicht hier. Aber ich darf den nicht direkt fighten, den Boy. Oh, ich muss ganz dringend weg. Bruder muss los. Weil mir geht's gar nicht gut. Haben wir hier irgendwo Ratten? Ja, aber hier haben wir einen Uruk. Den kann ich mal eben so aufzehren. Und den Kopf platzen lassen. Nein, noch weiter aufzehren. Perfekt. So, wo sind denn die Leute? Aua, lasst mich mal in Ruhe jetzt. Hier gibt es nämlich so ein paar Orte, die ich nutzen kann. So, kommt mal mit. Ah, die sind schon nicht so unklug, ne? Also so leicht folgen die mir nicht. Ah, guck mal, doch, er folgt mir jetzt wieder. Und er ist ja der Wichtigste, der uns folgen muss. Ja, ist jetzt erzürnt durch Gift. Ich habe mich selber wieder vergiftet, das war dumm. Weil jetzt kommt der Wächter hinter uns her. Und... das ist nicht gut für uns. Ratten. Perfekt. Ein bisschen Leben dazu gewonnen. Bin ich jetzt noch vergiftet? Ja, nein, aber der Fokus ist wieder da. Perfekt. So, kommt mal her, Leute. Hier oben bin ich. Hier oben. Oh, was sehe ich da? Eieiei, was sehe ich da? Nein, nein, nein. Oh, lauft mir doch nicht vor den Pfeil. Der stand so perfekt. Der stand so perfekt. Bei voller Macht A, B für eine Aufzehrung. Ja, das mache ich auch gleich, wenn ich dazu komme. Er ist gebrochen. Warum ist er gebrochen? Wieso, weshalb? Kill ich den jetzt damit? Ich hoffe nicht. Ich brauche jetzt volle Macht. Wie kriege ich volle Macht? Indem ich die Leute jetzt hier an... Oh, ich weiß, wie ich volle Macht kriege. Bam, 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 bam. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hier. So, A, B muss ich jetzt drücken. Du wirst dem hellen Herrscher dienen. Ich darf das nicht gedrückt halten. Ich darf das nur einzeln drücken. Perfekt. Haben wir natürlich auch schon öfter benutzt, logischerweise. Aber das müsste es doch gewesen sein. Ja. Wir beherrschen ihn nicht nur, wir haben ihn auch perfekt aufgezehrt. Super. Nur wenige Orks konnten sich mit dem Recken messen und mit dem Leben davonkommen. Ihn in die Schlacht zu schicken, bedurfte nur einer Herausforderung. So mancher fähiger Krieger lässt sich auf diese Art manipulieren.
Oh yeah, was haben wir hier noch für Sachen? Wir haben hier noch eine Kankras Erinnerung. Wie komme ich da rein? Also ja, ich sehe, dass da eine Höhle ist. Von da? Hier muss ich hin? Anscheinend. Da ist der Eingang zur Höhle. Oh ja, das sieht danach aus, als wäre da der Eingang. Und dann holen wir uns die Kankras Erinnerung noch. Dann mal gucken, was wir noch schaffen. Vielleicht das kondorische Artefakt. Der könnte die doch jetzt auch einfach stumpf angreifen, aber ich lasse den mal. Und mach das. Yeah. Der müsste jetzt auch relativ schnell eigentlich verbrennen. Das Aufzehren beendet das Verbrennen. Oh, wie sie schreien. Eieiei. Das ist ja fast Musik in meinen Ohren. Hier geht's rein. Hier geht's in die Höhle. Perfekt. Fast dran vorbeigelaufen. Auch cool hier wieder die Höhle. Kann man nicht anders sagen. Och, da unten geht auch wieder alles ab. Zum Glück ist Kankras Erinnerung hier oben. Das Schicksalsnetz, das letzte in diesem Gebiet. Er verabscheute die Gier der Menschen, die Berechenbarkeit der Zwerge. Doch mehr als alles hasste er die Elben, die die Welt zu bewahren suchten. Mittelerde wird sich wandeln, sagte er mir. Es wird sich meinem Willen beugen. Es wird nicht stillstehen oder zur Vision seiner Schöpfer zurückkehren. Es wird etwas Neues werden. Na, das sah doch schon... Ja. Mittelerde wird also was Neues werden. Und da ist Kankra. Er will die Welt nach seinem eigenen Abbild formen. Wenn alles vollbracht ist, wird sein Abbild aus Mittelerde verschwinden. Ansage. Und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt freigeschaltet. Perfekt. Was ist denn jetzt hier noch offen? So viel ist da nämlich gar nicht mehr offen. Da haben wir Elbenwut. Die letzte Glut verursacht nach Ende von Elbenwut eine feurige Explosion. Jo. Verursacht nach Ende von Elbenwut eine eiskalte Explosion und eine giftige Explosion. Was machen wir? Gift, Feuer oder Frost? Ich glaube, ich mache das, wenn ich Level 31 bin, mit Gift. Was haben wir hier hinten noch? Hier haben wir noch den Spinnen-Kondor-Aufträge. Herbeigerufene Krieger sind stärker. Okay. Ach, wir haben ja jetzt gerade den Leibwächter, okay. Den habe ich dann nicht mehr? Das wäre traurig. Gefolgsleute vernichten. Halte, um die Köpfe von Umstehenden explodieren zu lassen, was Feinde panisch in die Flucht stößen lässt. Das kann nicht gut sein. Ah, die kann man dann heilen, okay. Halte nach unten gedrückt, um verbündete Hauptmänner zu entzürnen. Dies kostet dich Zorn. Eieiei. Oh, hier, den haben wir auch noch nicht. Den mächtigen Schuss. Mächtiger Schuss verursacht eine Feuerexplosion, eine Frostexplosion und eine Giftexplosion. Da machen wir nochmal, obwohl, wenn wir da unten Gift nehmen. Was haben wir hier noch? Schattenkette. RT und B, um ihn sofort zu erreichen und zu beherrschen. Das ist natürlich auch nice. Mächtiger Schuss mit Gift. Wir machen mal Gift. Ich mach mal Gift. Ein bisschen auf Gift gehen. Weil kränklich sieht man oft und so viel Giftangriffe haben wir noch gar nicht. Wir haben jetzt ein Frostschwert. Wir machen einigen Feuerdamage easy. Gift kommt relativ selten vor. So, dann sammeln wir nochmal... Das Artefakt möchte ich nochmal sammeln. Und dann können wir im nächsten Part die letzten IT-Dienst sammeln. Und wenn wir die IT-Dienst und die letzten gondorischen Artefakte gesammelt haben, dann können wir das Hügelgrab machen und dann können wir uns den Mission hier annehmen. Ja, so werden wir vorgehen. Das Artefakt holen wir uns aber noch in diesem Part. Weil das ist noch ziemlich
abseits und wir sind gerade in der Nähe. Deswegen Attacke. Und dann geht's da lang. Richtung Artefakt. All diese Omen, von denen der Rabe ständig spricht. Wer ist denn der Rabe? Oh, hier ist ein gondorisches Artefakt aus dem Treibgut wahrscheinlich. Was ist es denn? Ich habe nie gewagt, das Siegel dieser Schriftrolle zu brechen, auch wenn ich es oft wollte. Ich fand sie in einer staubigen Kiste mit der Aufschrift Karten südlicher Handelsrouten. Baranor ist ein Haradrim. Vielleicht enthält die Rolle eine Karte seiner Heimat. Das Siegel zu brechen ist allen außer den Herrschern Gondors verboten. So neugierig ich auch bin, ich weiß, mein Vater würde es nicht gutheißen. Nice. Sehr, sehr nice. So, dann würde ich sagen, wir teleportieren uns nochmal eben. Steinfrost gegen den Ghoulfreund. Wir teleportieren uns da oben hin und dann laufen wir im nächsten Part zu dem Artefakt gleich zu Beginn, machen die anderen Nebensachen und dann geht es auch bald weiter. Dort gibt es nur wenig von Interesse. Und nur wenige kehren von dort zurück. Und das waren doch schöne Schlussworte. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und ciao.